Auf den friedlichen Wiesen und Feldern gedeiht eine scheinbar unschuldige Pflanze, die ein gefährliches Geheimnis birgt. Das Johanneskreuzkraut, auch Jakobsgreiskraut genannt. Diese schöne Pflanze birgt eine dunkle Seite, denn sie enthält in allen Pflanzenteilen giftige Verbindungen, die eine Bedrohung für Mensch und Tier darstellen. Das Johanneskreuzkraut enthält Substanzen, die beim Verzehr oder bloßer Berührung den Körper in helle Aufruhr versetzen können. Die Symptome einer solchen Vergiftung können Unwohlsein, Übelkeit, Erbrechen, Leberschäden und in schweren Fällen sogar Leberversagen umfassen, bei Mensch und Tier. Auf der Weide erkennen die Tiere die Giftpflanze selbstständig, im Heu aber nicht. Zur Bekämpfung des Johanneskreuzkrauts wird es mitsamt der Wurzel entfernt und über die Restmülltonne entsorgt, da die Samen die Kompostierung überstehen.